Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spielwarenmesse am Kosmos-Stand und bei mir ist der Frank und wir gucken uns jetzt die Kosmos-Neuheiten an. Wir haben hier natürlich die bekannten Reihen, die fortgesetzt werden, die Exit-Reihe, da gibt es neue Fälle. Neben mir stehen noch die Adventure Games und Carta Ventura, da gibt es von allen drei auch neue Fälle. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen weitergehen und haben hinter uns das Spiel Noobs und da wolltest du uns anfangen, mal was darüber zu erzählen. Wir gucken mal, ob wir uns so ein bisschen durchwursteln. Genau, wir schauen mal, ob wir an das Spiel schön rankommen. Bei Noobs, das Spiel selber nimmt sich nicht so ernst, sagt ja auch der Titel schon, Noobs heißt halt Anfänger oder Trottel und es läuft denkbar einfach das Spiel. Man spielt es mit 3 bis 5 Spielern und es sind 8 Missionen dabei. Auf der Rückseite der Karte steht drauf, in welcher Mission man die Karte braucht. Dann nimmt man alle Karten der einzelnen Mission, mischt sie zusammen und teilt sie unter allen Spielern auf. Und man muss nur noch wissen, dass die 1 anfängt. Auf der 1 steht dann drauf, was man machen darf. Also die Regeln werden kurz erklärt und das bedeutet, ich darf über alles reden, darf aber niemandem was zeigen. Und dann geht es auch schon los, indem die OK-Taste gespielt werden muss. Ein Spieler spielt die dann, dann geht es zur Aufgabe 2. Da ist es schon so, wir haben insgesamt 4 Bildschirme, die im ersten Szenario mitspielen und 2 davon sind identisch. Und man muss sich jetzt beschreiben, was sehe ich auf meinem Monitor und muss die 2 identischen hinlegen. So gibt es in der ersten Mission 4 verschiedene Aufgaben, die gemacht werden müssen. Danach ist die Runde rum, man hat es also geschafft und kann dann in der Anleitung im Prinzip nur schauen, wie es aussehen muss, wenn der Level erfüllt ist. Noch ein bisschen atmosphärischer Text. Natürlich alles auf Zeit, um dann halt möglichst viele Sterne zu erringen und sein Team geschickt oder eine geschickte Teamarbeit zu haben. Im Herbst kommt mit Überborder auch schon das erste Piratenszenario dazu raus. Sehr schön, klingt auf jeden Fall spaßig. Wir wandern jetzt mal hier so über euren Stand. Hier sehe ich Belratti. Belratti gab es ja schon, aber es hat jetzt ein neues Gewand bekommen, nicht wahr? Genau. Es ist aber auch in Zusammenarbeit mit dem Mogel Verlag gemacht, ein neues Gewand bekommen. Gleiche Thematik. Man ist entweder Museumsleiter oder man ist Künstler und muss halt zu Skulpturen eigene Ideen präsentieren und die Museumsleiter müssen dann sehen, was gehört halt dazu und was ist eine Fälschung und kann weg. Und darüber wird halt geschaut, wie gut die Gruppe halt zusammen interagiert und wie sie sich gegenseitig halt verstehen in dem Thema. Und gleich daneben ist Wömmeln, setzt sich zusammen aus den beiden Wörtern Wörter und Sammeln. In diesem Spiel sieht man so einen Gitter, Feld mit lauter Buchstaben drinne und ich muss daraus Worte bilden, die ich von den Karten vorgegeben bekomme. Also ich kriege nicht das Wort vorgegeben, aber das Thema, um das es geht. Ich denke mir dann ein Wort dazu aus und suche mir die Buchstaben in diesem Gitterfeld. Die müssen nicht zwingend nebeneinander sein und schreibe mir dann das Wort auf. Jeder Buchstabe bringt einen Punkt, aber danach muss ich das mit Linien verbinden. Man sieht das, glaube ich, hier auf einem ganz schön und diese Linien streichen natürlich Buchstaben durch, die ich dann nicht mehr benutzen kann und ich darf die Linien in weiteren Runden nicht kreuzen. Es werden insgesamt 10 Runden auf dem Spielplan gespielt und dann wird halt geschaut, wer da die besten und meisten Wörter gesammelt hat. Und vielleicht können wir auch immer gleich dazu sagen, wann in etwa die Spiele erscheinen werden, weil das ist natürlich für die Zuschauer auch immer besonders spannend. Ja, Belratti ist bereits erschienen und Wömmeln kommt noch im Q1. Mhm. Und bei Noobs weiß ich es leider nicht. Okay, das können wir dann schauen. Genau, schauen wir dann noch. Jetzt gehen wir erstmal hier an Catan vorbei. Bei Catan gibt es für die Sternfahrer die 9 Begegnungen, ein Szenario in der Sternfahrerwelt. Die Duell Big Box ist rausgekommen, Legende der Seeräuber ist wieder erhältlich. Das sind die Neuheiten, die wir bei Catan haben und eine neue Big Box, die wir hier gar nicht ausgestellt haben. Es kommt auch noch dieses Frühjahr raus. Und gehen wir weiter zu Legenden von Andor, die ewige Kälte. Wieder ein neues Spiel in der Andor-Welt, die gleiche Mechanik. Auch diese Losspielanleitung ist mit dabei und man spielt auch wieder Legenden durch, hat halt aber, wie man sieht, ja ein komplett neues Setting und auch neue Aufgaben, die gemacht werden, erledigt werden müssen. Aber auch wieder von Michael Menzel, der ja eigentlich gar keine Spiele mehr machen wollte, aber bei euch irgendwie permanent nach Robin Hood jetzt doch auch wieder Spiele rausbringt. Ja, anscheinend hat er dann doch noch richtig Spaß dran und macht da dann immer noch mal wieder was Neues und weiter.
Und vom Schwierigkeitsgrad her, würdest du sagen, ist es ungefähr auf dem normalen Andor Schwierigkeitsgrad? Es ist tatsächlich ein bisschen schwerer als das normale Andor. Es gibt einen kleinen Kniff, und zwar braucht man am Ende der Runde immer Wärme, ansonsten verliert man Energie. Weil es die ewige, wir in der ewigen Kälte sind. Richtig, genau. Und dann Neber Cascadia, aktuell ja immer noch Spiel des Jahres bis zum Sommer 2023, haben wir Sattgrün. Das ist aus derselben Schmiede, sag ich mal. Es ist nicht vom selben Autor, aber dasselbe redaktionelle Team steht dahinter. In Sattgrün möchte ich Pflanzen bei mir in meinem Haus arrangieren. Dazu nehme ich mir Pflanzen oder Räume und lege die immer nebeneinander und möchte damit möglichst die Bedingungen der Pflanze, wo sie stehen möchte, zum Beispiel hier, die Pflanze möchte in der Sonne stehen, der Raum bietet Sonne auf der Seite an. Wenn das dann matcht, bekomme ich dafür dann ein Blatt auf die Pflanze gelegt und möchte halt natürlich alle Blätter auf der Pflanze haben, um die Siegpunkte dazu zu bekommen. Und über die Plättchen, die in der Mitte liegen, kann ich in den Räumen dann zum Beispiel noch umtopfen mit einer Schaufel oder gießen oder düngen, wo ich dann auch wieder Plättchen auf die Pflanzen drauf bekomme. Und der Nebenmechanismus ist wie bei Cascadia, aus der Mitte ich nehme ein Plättchen und entweder einen Raum oder eine Pflanze. Es gibt auch noch zwei Erweiterungen oder Ergänzungen im Spiel dazu, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, sodass man am Ende da wirklich bei einem Kennerspiel ist. Und wenn man es in der Basisvariante spielt, dann ist es ein Familienspiel? Ja, genau. Dann ist es ein Familienspiel. Sehr schön. Dann drehen wir uns mal um und sehen hier Harry Potter und Herr der Ringe. Ja, Harry Potter als Marke im Kosmos Verlag sehr gut etabliert, haben wir dieses Jahr nichts Neues. Bei Herr der Ringe gemeinsam zum Schicksalsberg sollte ja im Oktober schon rauskommen, haben wir hier auch das fertige Spiel. Es ist ein kooperatives Familienspiel und man begleitet die Gruppe um Frodo und möchte ihn sicher geleiten, dass er den Ring in den Schicksalsberg werfen kann. Dazu bereisen wir die verschiedenen Orte Mittelerdes und bekommen halt in jedem Abschnitt gibt es neue Begegnungskarten. Das ist ein Würfelspiel, über dem man dann die Figuren bewegt. Man hat die schwarzen Begegnungswürfel, die unten die Karteneffekte auslösen, und die farbigen Würfel repräsentieren dann einen der Helden, die dann nach vorne bewegt werden. Und so versucht man, den Widrigkeiten Mittelerdes zu bestehen und nicht zu verzweifeln und den Ring zu zerstören. Ein anderes Ziel wäre ja auch ein bisschen seltsam bei der Herr der Ringe. Das ist richtig. Das ist ähnlich wie bei einem Titanic-Film. Genau. Ja, dann hinter uns sehe ich My City. Das ist ja bekannt, gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber wir haben neu auch My Island hier stehen. Ja, My Island. Gleiche Funktionsweise wie bei My City, aber alleine schon, dass es Sechseckteile sind, wird es dadurch schwieriger. Ähnliches kennt man ja von Ubongo und Ubongo Extrem. Die Mechanik ist aber auch wieder dieselbe. Ich drehe eine Karte rum, suche das Teil aus, positioniere das angrenzend an ein anderes bei mir auf dem Spielplan, und wer das halt am besten schafft, gewinnt eine Runde. Es ist wieder ein Legacy-Spiel, es sind 8 Kapitel dabei mit jeweils 3 Missionen, und ganz viele Überraschungen erwarten da den Spieler, und auf der Rückseite der ewige Spielplan, mit dem man es dann immer wieder spielen kann. Und du hast jetzt schon gesagt, das macht es ein bisschen komplexer, würdest du sagen. Also My City war ja so ein Familienspiel, was dann so hinten raus schon in Richtung Kenner ging. Beginnt My Island direkt als Kennerspiel, oder würdest du auch sagen, für Familien gut geeignet, oder würdest du sagen, für Familien, die My City gut spielen konnten, ist das jetzt genau das Richtige, oder kann man auch direkt mit My Island als Familie einsteigen? Man kann direkt einsteigen bei My Island. Im Grunde ist eine Regel mehr dabei, und zwar, dass ich ein Teil mindestens farblich angrenzend legen muss, so wie man es vom Domino kennt. Und das ist die einzige Regel dabei. Die Punkteausbeute ist vielleicht dann nicht so gut, weil man sich ein bisschen leichter verbauen kann. Aber grundsätzlich funktioniert das direkt auch als Familienspiel. Wunderbar. Achso, wann erscheint das? Haben wir noch gar nicht gesagt. My Island erscheint erst im Juni, genauso wie Sattgrün auch. Genau, stimmt, da haben wir es ja auch vergessen. Dann wandern wir mal weiter. Du sagst mir, wohin? Genau, Pacifica, unser neues Zwei-Personen-Spiel. Die Stadt am Meeresgrund. Man baut auf jeder Seite seines Spielplans, die Karten in der Mitte sind die Grenze, baut man seine Stadtviertel aus und möchte in diesen Stadtvierteln Mehrheiten haben. Es geht um die Symbole, die links auf der Karte zu sehen sind. Und wenn ich mindestens 3-mal das Symbol habe, bekomme ich das Idol. Das wird dann hochgestellt auf 5, danach auf 7 und geht ein bisschen her wie so ein Ping-Pong-Ball. Und wenn ich als erstes 7-mal das Symbol bei mir auf der Seite habe, habe ich das Idol sicher. Habe ich 3 sichere Idole, habe ich das Spiel gewonnen, oder habe ich zu einem Zeitpunkt 5 Idole auf meiner Seite, gewinne ich das Spiel auch.
Während dem Spiel muss ich aber auch bestimmte Karten aktivieren. Es ist also so, alles, was einen grünen Haken ist, ist direkt aktiviert. Aber wenn man hier jetzt so eins mal wegnimmt, sieht man, dass ich, um diese beiden Steine zu besitzen, müsste ich erst eine Münze aktivieren. Das sind die Zugmöglichkeiten, die ich habe, ist Karte nehmen, Karte ausspielen oder zwei Karten aktivieren. Abgerundet wird das noch durch Maschinen, die mir dauerhafte Vorteile bringen und durch Ereigniskarten, die halt einmalige Ereignisse hervorrufen. Wunderbar. Das reiht sich ja sehr gut ein in eure Zwei-Personen-Reihe, die ihr hier auch schön aufgebahrt habt als Turm. Wie lange dauert das Spiel und was würdest du sagen vom Komplexitätsgrad, wo liegt es da? Es dauert 30 Minuten und es ist jetzt nicht so komplex wie Baumkronen, das jetzt im letzten Jahr war. Aber auf jeden Fall hat es mehr Anspruch als Lost City, würde ich fast sagen. Also so ein bisschen, irgendwo dazwischen. Genau, ja. Wunderbar. Dann folge ich dir einfach mal und du suchst dir aus, wo du gerne weitermachen möchtest. Bei Exit Kids haben wir natürlich eine Neuheit rausgebracht. Exit Kids ist halt immer das Schöne, es ist, das Spielmaterial wird halt nicht verbraucht. Das macht es da ganz schön, dass halt auch schon die Kids da rangeführt werden können und schöne Rätsel lösen. Und im Hintergrund würde ich mir gerne noch Ouch angucken. Mhm. Bei Ouch ist ein Sammelspiel. Ich sammle verschiedene Blüten vor mir. Ich möchte insgesamt 8 Karten vor mir liegen haben, dann endet das Spiel und dann gewinnt derjenige, der die meisten Blüten gesammelt hat, mit ein paar Zusatzregeln. Also man kann auch Sets sammeln und es gibt bestimmte Mehrheiten für Rot zum Beispiel. Und das Spiel ist richtig simpel. Wenn ich dran bin, nehme ich mir einfach eine Karte. Und entscheidend ist, auf welcher Seite ich die Karte nehme. Habe ich jetzt in die Dornen gegriffen, sage ich Ouch und die Karte wird abgelegt. Habe ich das nicht, darf ich die Karte vor mir behalten und eine neue Karte wird hingelegt. Dann wäre der nächste Spieler dran, der entscheidet sich wieder. Ich nehme mal zum Beispiel hier, die hier unten. Und auch Glück gehabt, das wäre sogar eine Sonderkarte, die eine bestimmte Funktion hat. Da gibt es neben der Schlange noch einen Kojoten, die einem bestimmte Vorteile bringen. Und so sammle ich halt die Karten ein und es ist ein ganz simpler Mechanismus, super für Kinder geeignet, aber auch was, wo Erwachsene wirklich auch gerne mitspielen, weil es macht unheimlich viel Spaß. Genau, und ab 6 steht drauf, also noch für Kinder geeignet. Ja, dann sehe ich, habt ihr da noch ein paar Kinderspieler, können wir vielleicht relativ zügig einfach mal noch drüber gucken. Monsterfalle haben wir ja schon sehr lange im Programm und funktioniert als Kinderspiel immer noch sehr gut. Und bei Spinnengift und Krötenschleim haben wir tatsächlich die Optik ein bisschen aufgefrischt, ein bisschen bunter gemacht, spricht halt Kinder da mehr an. Und Kids Chronicles ist ja aus dem Herbst eine Herbstneuheit gewesen. Die präsentieren wir hier nur, damit die Fachbesucher da auch den kompletten Überblick haben, was nach seit der letzten Messe alles rausgekommen ist. Dann müsste der Stand natürlich voller sein, war ja jetzt immerhin 2 Jahre keine. Genau. Okay, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich für den Rundgang, für die Einblicke in die Spiele und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe und natürlich viel Erfolg mit den Spielen. Vielen Dank.